Mist. Benutzen. Der Hörer fehlt. Toll. Dann geh mal halt raus. Und sprechen gleich mal mit Alumann. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Edne. Ich komme aus einem Turmverlies. Okay, ich bin Edne. Damit. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ja, dein Freiheitsbestreben ist groß. Dein Chi fließt nicht, es strömt. Zu lange wurdest du gemaßregelt. Zu lange zurückgehalten. Die Dämme brechen. Der Vulkan bricht aus. Wow, gut geraten. Was führt dich zu mir, Edna? Wer bist du? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alumann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Chi-Fluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Chi-Fluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Yin und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Mach ich. Können wir das hier benutzen? Hast du gesagt, mitnehmen? Nee, kann man nicht. Dann reden wir mal mit Trockelbecher. Trockelbecher? Geh mal da rein. Trockelbecher! Trockelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Ich muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Toll. Mit Trockelbecher reden? Hallo.
Droggelbecher. Ist das dein Name? Droggelbecher. Darf ich da nicht rein? Droggelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Droggelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Ja, wir können ihn aber nicht beeindrucken. Außer Zellen. Den Kornflakes. Da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Kommen wir jetzt mit der Polizei im Marketing? Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Droggelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Droggelbecher. Und ob? Kann ich dann jetzt zum König? Droggelbecher. Cool. Ich meine, danke. Na, dann gehen wir mal da rein. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Droggelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir, meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Was für ein Kampf? Ich will deinen blöden Thron nicht. Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann, es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Ruhm oder Schande. Köderfisch oder Wurm. Du machst es aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Toll. Dann nehmen wir mal Zahl. Kopf. Ja. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio.
wo ich eigentlich mal mit Pucki sprechen wollte. Na gut, gehen wir da raus. Ich glaube, das hier war der Screen, wo ich das erste Mal bei einer Objektreaktion gemerkt habe, so, ich will eigentlich, dass Edna nicht nur einen Satz dazu sagt, sondern dass sie das tatsächlich auch benutzt, und zwar mit der Pflanze. Benutze Zickzackschere mit Pflanze. Und das war der erste Screen, wo ich halt tatsächlich eine neue Grafik gezeichnet habe. Ich gesagt habe, warum sollte Edna diese Pflanze nicht kaputt schneiden können? Und daraufhin habe ich die ganzen älteren Räume auch nochmal überarbeitet und halt sie überall. Ja, und dann fing es an mit dem Ketchup und dann fing es an mit dem Senf und mit den Spuckekugeln und mit den Kaugummis, dass sie überall hinkleben kann. Ja, ich glaube, das war der erste Screen. Oh Gott, oh Gott. Nur für Personal. Was gibt's denn da drinne? Ach du Scheiße. Wie bin ich denn hier gelandet? Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Das ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäschelift-System. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! Ich gehe dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Guten Tag. Ah! Nochmal. Komm, schrei schön. Guten Tag. Frage ich mich, was der für Probleme hat, ey. Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der da in der Ecke sitzt, habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte die damals keine wirkliche Rolle. Ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Ich habe sie wirklich nur gezeichnet. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit. Also der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert. Und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch wie hieß der denn jetzt auch gleich? Baumalisa. Dem ich halt den Zettel gegeben habe mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe. Also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und er variiert halt ein paar Schreckensrufe so. So. Und so ging halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker kombinieren kann. Und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach irgendwie zwei Dritteln ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A-I-U beim Schreiben eingefallen und hab dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Eieieiei und Ecki, Ecki, Ecki oder so eingebaut. Und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen, das hatte ich schon längst wieder vergessen, ich hab ihm halt einfach den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen und er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen. Und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte, der liest ja ab. Also wirklich den Text, laut Textliste gemacht. Und jedes so abgewechselt. Aber wir haben trotzdem alle 40 Kombinationen in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. Ach so, okay. Was ist denn das hier? Nee, nicht neben Ansehen. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Ah ja. Okay. Geh mal raus. Kommen wir in diese Tür rein.